Hin. Zehnmal nach den Niederlagen gab es ein Stück aus der beliebten Reihe Wir schaukeln unseren Trainer raus. Am letzten Wochenende haben sie auch verloren, aber überhaupt nicht wie ein Absteiger gespielt. Und Darko Pančev, der Neue, der Mazedonier, der kann treffen, der hat auch gegen Bayern München schon getroffen, ist allerdings schon etwas her. Da spielte er noch für Roter Stern Belgrad. Es war im Europapokal der Landesmeister und zwar im April 1991. Die Negativserie der Beckenbauer-Premieren hatte auch nach dem Spiel zu Hause gegen Stuttgart Bestand. Und wir haben uns mal dafür interessiert, was war eigentlich mit den zweiten Spielen? Und siehe da, allesamt gewonnen. Auch heute, Frage geht an meinen Kollegen Reinhold Beckmann. Der Kaiser auf allen Fußballbühnen dieser Welt zu Hause, denkste. Die größte deutsche Fußballarena betrat Franz Beckenbauer aktiv heute zum ersten Mal, aber nein, mit kaiserlicher Autorität. Komm, da habt ihr nichts verloren. Das ist unser Arbeitsplatz. Geh mal. Komm. Machtverhältnisse wiederhergestellt. Der gemeinsame Einlauf dieser beiden Herren war wohl mehr für die Mediengalerie inszeniert, denn Abbild der Wirklichkeit. Bayern in Rot von links nach rechts. 37.000 quasi ausverkauft, denn mehr dürfen aus Sicherheitsgründen hier nicht hinein. Michael Sternkopf für Wittecheck im Team und das Foul von Uwe Tommer nach wenigen Sekunden. Temporeicher Einstieg der Bayern. Freistoß Christian Ziege und Mike Kischko. Zum Spieler des Jahres übrigens gewählt, der Torhüter des VfB Leipzig. Hier sehen wir es noch einmal bei einer Umfrage des Fußball-Fanprojekts. War er die Nummer 1. Wieder die Bayern. Mehmet Scholl mit viel Spiellaune. Matthäus. Achten Sie auf Scholl. Schönes Anspiel und das 1:0 für die Bayern nach 2 Spielminuten. Listig, wie er sich da hineingeschlichen hatte. Sein 8. Saisontor. Aber wo war Dieter Hecking? Es gab einige kurzfristige Umstellungen in der Abwehr, denn Frank Edmond war nicht dabei, über Nacht die Grippe bekommen. Und deshalb musste Dieter Hecking die Manndeckung dort hinten übernehmen. Die Bayern wie aufgeputscht durch diesen frühen Glücksmoment. Sternkopf. Nerlinger. Eine Minute später und die Bayern führen 2:0 hier in Leipzig im Zentralstadion. Schön wie Lavadia Manndecker Thorsten Kracht auf den ersten Pfosten zieht. Dadurch Nerlinger völlig unbewacht. Sein 7. Saisontreffer. Nichts mehr von Bayern-Krise zu spüren. Das Foul von Marco Schupp an Pančev. Die gelbe Karte. Die 5. Deshalb nächste Woche gegen Duisburg der Tribünenplatz sicher. Bodyguard von Pančev war eigentlich Oliver Kreuzer. Der kam zunächst ganz gut zurecht gegen den Mazedonier. Korrekturarbeit von Raimund Aumann und Lindner. Klasse Freistoß, der alte Routinier 1987 im Cupfinale mit Lok Leipzig ja schon gegen Amsterdam dabei. Noch einmal. Leipzig perplex durch die frühen Gegentore. Pančev und Konterfußball der Bayern. Ganz im Dresden-Stil. Mehmet Scholl. Hecking nicht eng genug dabei. Und Matthäus. Es lief jetzt richtig rund bei den Bayern. Getragen natürlich auch durch die offensive Spielweise der Leipziger. Kein Mauerfußball, dadurch viele Räume. Gestatten, ich bin frei. Vorname Dieter. Schöne Aktion. Das Foul von Helmut Gabriel oder nicht. Kuhb, unser WM-Schiedsrichter, sagte nein, danke. Aber wir schauen uns das nochmal an. Da kann man durchaus geteilter Meinung sein. Gabriel trifft schließlich nicht den Ball. Und wie schütze ich einen gelbbelasteten Spieler vor weiteren Torheiten? Wechsel. Markus Schupp ging hinaus. Markus Münch kam, ging auf die halblinke Mittelfeldseite und Nerlinger rückte auf halb rechts. Eckball. 30 Minuten jetzt vorüber. Wieder Scholl. Überragend in den ersten 45 Minuten. Scholl tanzt Samba in Samba-Schuhen und Leipzig weiterhin mit Problemen in der Abwehr.
Dann Entlastung. Aber keine Koordination im Mittelfeld. Thorsten kracht, aber der Ball kommt an. Darko Panchev. Doppelbewachung durch Kreuzer und Matthäus. Aber diese listige Spielweise des Mazedoniers durchaus zu erkennen. Die Bundesliga für ihn ja ein perfekter Laufsteg. Heute macht er durchaus eine gute Figur. Helmer. Schöner Pass auf Christian Ziege. Lindner. Noch einmal Ziege. 33. Minute, die Bayern führen 3:0 und Christian Ziege kann wieder Tore schießen. Und Thomas Helmer, Ziege Intimus, kam extra ganz von hinten herbeigeeilt, Sie haben es gesehen, um seinen Freund zu gratulieren. Schließlich hatte sich die öffentliche und interne Kritik sehr auf Helmer und Ziege konzentriert. Bayern wie berauscht, Leipzig versuchte über den Kampf doch noch das Spiel zu finden. Verzeihung, Herr Gabriel, ich bin so frei. Immer noch Dieter mit Vorname und ich habe keine Angst vor blauen Flecken oder etwaiger Schürfwunden. Eine klasse Leistung, ein klasse Debüt von Dieter Frey auf der rechten Position. Er spielte ja für Jorginho. Der Präsident und der Manager, Halbzeitplausch oder schon Kriegsrat zum Thema Bernd Stange. Die zweite Hälfte. Franklin Bitoncourt kam für Helmut Gabriel. 10 Minuten dümpelte das Spiel so dahin. Aber die beiden Neuen bei Leipzig setzten die ersten Akzente. Kracht hatte gepasst und Panchev verpasst. Der VfB jetzt respektloser. Bitoncourt. Oh, und welch ein Fauxpas von Kreuzer. Es geht auch anders. Dirk Anders, das 1:3 nach 53 Minuten. Schöne Einzelleistung von Franklin Bitoncourt, aber der dicke Fehler von Kreuzer. Zunächst hat er Kracht gegen Labbadia nachgesetzt, gutes Pressing und hier ein bisschen zu selbstgefällig der Manndecker des FC Bayern. Zwischen Helmer und Aumann hindurch, abgestaubt. Bemerkenswert, wie Leipzig nach dem 1:3 jetzt auftrete. Trainer Stange fühlte sich blendend unterhalten. Und Panchev, ein echter Strafraumspieler, der mal mit der Elf hier sicher durchwühlt. Die Chance zum Anschlusstreffer durch Dirk Anders. Das Spiel war wieder offen. Leipzig kämpfte und die Bayern hatten sich zurückgezogen. Noch einmal. Schön, wie er sich durchsetzt. Dirk Anders kommt dadurch in eine gute Schussposition. Bitoncourt, der Mann mit der Nummer 15, ein Riesengewinn im Mittelfeld, angeblich durch den Präsidenten höchstpersönlich eingewechselt in der Pause. Auch Dieter Helfing fand jetzt endlich mal Zeit, sich da vorne mit einzuschalten. Aber das gute Stellungsspiel von Lothar Matthäus. Ab geht die Post. Labbadia, Scholl, die Entscheidung. 68. Minute. Die große Möglichkeit, ein bisschen Ruhe ins Bayern-Spiel zu bringen. Eine klasse Begegnung zu diesem Zeitpunkt von beiden Teams. Der VfB, Panchev und Bitoncourt. Das 2:3 wäre längst verdient gewesen. Der VfB eroberte sich die Sympathien bei den Zuschauern zurück. Und der Präsident suchte sicherlich jetzt schon nach der richtigen Formulierung für das Interview nach dem Spiel. Panchev war jetzt kaum noch zu kontrollieren und der Spielaufbau bei den Bayern funktionierte nicht mehr. Selbst Scholl hatte da im Mittelfeld den Ball verloren. Dirk Anders gegen Nährlinger. Da wird Panchev von Kreuzer hinuntergerissen, beschwert sich bei Schiedsrichter Krug. Wir sind viel zu brav, bei uns protestiert keiner, sagte Panchev. Aber für Krug war Panchev zu frech. Gelbe Karte für den Mazedonier. Nur noch wenige Minuten zu spielen, keine Entlastungsangriffe, jetzt mehr bei den Bayern. Powerplay der Sachsen. Kracht gegen den eingewechselten Vitecek. Hier kaum zu sehen, was dort vorgefallen war. Rote Karte für den ehemaligen Stuttgarter. Und wir schauen uns das nochmal in Ruhe an. Und da sehen wir gleich den Faustschlag
mit der linken ins Gesicht. Vollkommen zurecht. Böses Foul von Thorsten Kracht. Platzverweis. Nun 3:1 gewinnt der FC Bayern aufgrund der starken ersten 45 Minuten verdient. Das Schicksal des VfB. Zweite Hälfte wunderbar gespielt, spielerisch dazugelernt. Und trotzdem die zweite Heimniederlage. 0:4 Punkte aus den letzten beiden Spielen. Der Präsident mit der verbalen Axt hatte +3 gefordert. Die Bayern aber sind wieder da. Hans hat zu euch vor dem Spiel gesagt, ihr seid ja raus wie die Galoppe aus der Box. Ja gut, er hat gesagt, wir müssen hier gewinnen. Es gibt überhaupt nichts anderes und das haben wir probiert. War da schon ein bisschen die Motivationskunst des großen Kaisers dabei? Ich will jedes Spiel gewinnen, mich muss man nicht motivieren. Ich kann nur hoffen, dass unsere Mannschaft in der zweiten Halbzeit den einen oder anderen Zuschauer wieder versöhnt hat. Denn nach den ersten 45 Minuten, egal wie gut die Bayern waren, muss man ganz einfach sagen, ist mal meinerseits eine Entschuldigung beim Publikum angesagt, weil das war also nicht zumutbar den Leuten, was unsere Mannschaft gerade zu Beginn des Spiels geboten hat. Ich mische mich da in sportliche Dinge nicht ein, aber ich habe nur Chaos, Inkompetenz zwischen Mittelfeld und Abwehr gesehen. Der Präsident sprach Chaos und Inkompetenz. Das riecht nach Trennung. Bernd Stange wollte nichts dazu sagen. Morgen soll es eine Präsidiumssitzung geben. Zurück nach Hamburg.